Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Hallo! Oh, ein Triceratops! Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, sobald... Du ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? Captain Obvious, der Zaun ist offen. Nur mal so, also falls du eventuell wissen möchtest. Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Das Vieh? Das ist ein Dino. Was ist los mit dir? So kein Vieh. Einen Moment, warte hier. Ja? Das ist so cool. Finde ich auch. Ich würde da direkt... Hallo? Na, Schnucki? Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa, Schmeckt dir das etwa? Husha, 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 Kali, Musha. Was? Wie geht's unserer Patientin? Weiß nicht. Okay, schätze ich. Wie ist ihre Atmung? Sie schnarcht irgendwie auf Spanisch. Los ojos. Me siguen. Cojones. Das weiß ich, das gibt's auf Spanisch. Cojones, das ist, glaube ich, das einzige spanische Wort, was ich irgendwie mal benutzt habe. Klingt auch ein bisschen blöd. Also, immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Ja, das ist gut. So, die Süße, die lässt es sich hier gut gehen, was ich irgendwie ganz niedlich finde, um ehrlich zu sein. Entweder sind die Lampen kaputt oder der Zaun bekommt keinen Strom. Das ist nicht gut. In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Echt, Maus, nicht mitten auf der Straße, meine hübsche Maus. Komm schon, Mädchen. Beweg dich. Oh, schubst du mal den tonnenschweren Dino von hinten an. Du, das ist sexuelle Belästigung. Alle Mädchen, also, nö, wir haben ja den Dinos unter den Rock geguckt hier im Park. Nein, es wird, nein, also, es ist einfach so, so süß. So süß hier. Alle Dinos sind ja angeblich Weibchen im Jurassic Park. Theoretisch. Hallo, Schnucki. Ah, oh, du bist doch süß. Wie bist du herausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Fandest du es da drin langweilig? Kann ich voll verstehen. Ich meine, wer wird nicht gern von einem T-Rex gefressen hier draußen? Ach, das scheint nicht zu klappen. Also ich würde ja jetzt, Was ist denn mit dem Tor? Ist kaputt. Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber... Hallo? Willst du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Ja. Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Ist ja ein Bakita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Eure Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Guck mal, sie hat doch schon voll den Killerblick. Ich würde ja dieses Stück nehmen. Ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Aber warum nehmen wir dann nicht dieses leckere Stück Holz, das sie dort annagt, und packen das zu ihr ins Gehege? Dem wird sie doch bestimmt folgen. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, sie hat da was dagegen. Na los, Mädchen, geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Okay, sie will ihr Futter nicht teilen. Ach, ist die süß. So. Versuch's mit den Scheinwerfern unter der Hupe. Irgendwas, um sie abzulenken. Okay. Okay, und sie tut nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt zum Geräteschuppen gehen, zum Gerätelager. Und da jetzt einfach versuchen werden, die Tore wieder in Gang zu kriegen, beziehungsweise das Tor halt einfach irgendwie... Was ist da drin? ...zu reaktivieren. Aus dem Türhebel nur Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Na sicher nicht für den Schnee. Oh,
Das ist guter Dünger. Das darf man doch nicht einfach so... Das ist bestimmt nicht offen, oder? Wer hätte das gedacht? Kennt er denn den Sicherheitscode? Also ich meine, er arbeitet hier, den müsste er ja kennen. Muss wohl mit Notstrom laufen. Okay, das ist natürlich auch kein gutes Zeichen. Die Überwachungskamera muss defekt sein. Muldoon würde ein freilaufender Triceratops auffallen. Fässer mit gesundem Futter für Pflanzenfresser. Schade, dass wir es nicht fressen. Muldoon. Tja, wenn der nicht schon längst das Zeitliche gesegnet hat. Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Okay, dann also zurück zum Auto, würde ich sagen. Hey, Jesse, erinnerst du dich an den Film? Wie hieß der bloß? Der mit den Riesenspinnen. Ist das einer von deinen alten Filmen? Wenn ja, kenne ich ihn nicht. Der, in dem sich die Familie im Werkzeugschuppen versteckt. Wir haben ihn doch zu Halloween gesehen, als du klein warst. Sicher hatte ich einen Zuckerschock. Was guckt er denn für Filme mit seiner Tochter an Halloween, wo sich Leute in Geräteschuppen verstecken und wahrscheinlich von irgendwelchen verrückten Clowns getötet werden? Jesse, sieh im Handschuhfach nach. Dort sollte ein Handbuch mit Zugangscodes für das Lager sein. Okay, Sekunde. Ah, guck mal, jetzt kann ich sie steuern. Mal gucken. Hallo. Okay, darauf reagiert sie nicht. Okay, Hupe findet sie anscheinend auch nicht so nett. Ich will das wirklich nicht... Hallo. Guck mal, wie aggressiv sie guckt. Hallo. Okay. Ihr habt also wirklich nicht gewusst, dass Triceratops und Torosaurus der gleiche Dino sind? Sekunde mal, seit wann bist du eine Expertin für Ceratops-Idee? Ich bin einfach ein Genie. Außerdem weiß ich das von der Tour. Voll süß. Ich find's auch niedlich, dass hier wirklich der iGen-Ausweis halt auch so mit einem Foto und so. Ich finde das wirklich total liebevoll gemacht. Also das Spiel ist schon liebevoll, hat aber halt noch ein paar Tücken, ein paar Macken, aber es ist halt einfach, es ist Jurassic Park, Mann. Was hat die Frau auf der Straße gemacht? Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann ist sie also nur irgendeine Verrückte, die hier durch den Dschungel rennt? Ja. Könnte sein. Wir fragen sie, wenn es ihr besser geht. Könnte sein. Irgendeine Durchgeknallte, die mal Bock hat, sich von Dinos fressen zu lassen. Mom wird nicht sehr glücklich sein, wenn ich nicht zum Flughafen komme. Sie wird's überleben und ich werde auch wieder was erleben. Kann ich helfen? Ich brauche immer noch die Zugangscodes. Ach ja, stimmt. Darf ich das Dino-Baby nochmal an? Oh, ich sollte damit aufhören. Es sieht schon so aus, als wenn es mich gleich fressen wollen würde. Oh oh. Ups. Ich krieg's. Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. Holla, ich bin gar nicht so schlecht. So, jetzt aber erstmal für dich. Hast du die Codes? Ja, ich bin ja gerade dabei. Ist es in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops Gerätelager. Ich glaube, der Triceratops möchte mich trotzdem nochmal hauen. So. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. Das sollte funktioniert haben. Jawohl. Aber was wollen wir denn jetzt in dem Gerätedings, wenn wir... Achso, okay. Nochmal hier für die Tür. Alles klar. Dann mal los. Und let's go. Haha. Müsste klappen. Sehr schön. Noch Bakita von ihrem Snack weglocken. Ah, das haben wir ja Gott sei Dank schon geschafft. Das haben wir intuitiv schon mal richtig gemacht. Nicht böse gucken. Du kriegst dein Ding ja wieder. Aber nur woanders hin. Fauch mich nicht so an, Madame. Hast gar keinen Grund dazu. Ja, ja, du kriegst ja das Ding. So, da. Geh fressen. Braves kleines Triceratops. Na, oh, ich möchte sie adoptieren. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Jetzt oh, kann so ich das süß. Tor schließen. Na, dann würde ich mal sagen, let's go, ne? Moment, ich muss da auch noch ein bisschen Manneskraft für aufwenden. So, meine Süße, du bist jetzt wieder in deinem Gehege drin. Ich hoffe, du hast einen ganz tollen Tag ansonsten. Wehe, nein, 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 nicht in meine Richtung. Geh zu deinem Ast, leck deinen Ast an. Mausi. Hey, hey. Nein, ich geh wieder rein. Jess. Ich bin dabei. Ich glaube, das gefällt ihr nicht. Ah, okay, sehr gut. Puh. Oh, oh. Oh Gott, ich ahne Fürchterliches. Oh nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf zu hupen. Oh Gott. Du bist ja echt ein Baby gewesen.
Oh Gott, ich sehe jetzt schon, ich werde gleich sterben. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte ich niemals schaffen können. Oh, hör doch auf zu hupen. Warum hupst du noch? Ruhig, sehr ruhig. Oh Gott. Oh. Okay. Komm. Bisschen schneller. Oh, weia. Komm schon. Wow. Holla, die Waldfee. Komm schon, reiß irgendwas raus. Ich habe keine Ahnung, was von denen da das Richtige ist. Komm schon. Ist das Richtige gewesen? Oh, es war instant das Richtige. Oh, nein. Oh Gott, das war wieso? Wow. Also wir sind wahrscheinlich schon halb tot. Okay, probieren wir. Komm. Bitte. Oh Gott, war das Richtige? Oh, es war das Richtige. Oh Mann. Noch so ein Stoß hätte ich nicht überlebt, glaube ich. Hauptsache, sie kann noch ruhig bleiben. Oh nein. Oh nein. Nicht aus dem Auto rauskommen. Bleib am besten im Auto. Sweetheart, bleib im Auto. Mhm. Hi. Ruhig liegen. Nein. Psst. Nicht doch. Schrei doch nicht. Es geht ins Auto zurück. Hört doch mal auf zu reden. Habt ihr denn nichts gelernt? Okay. Oh Gott. Okay, ich muss mich beeilen. Ich muss mich ein bisschen hardcore beeilen, glaube ich. Na komm. Oh Gott. Wow. Da hätte ich zermatscht werden können. Oh Gott. Hallo. Ich hol dich da raus, kein Problem. Komm mit. Ob wir sie noch rauskriegen, weiß ich nicht, aber meine Tochter kriege ich auf jeden Fall noch raus. Renn schon mal zum Gerätelager. Ha. Wir haben die gleichen Gedanken. Oh Gott, Mädchen. Hallo. Das ist ein T-Rex. Oh mein Gott. Hast du ein Glück? Oh, hallo. Oh mein Gott. Hilfe. Kannst du... Ja, Triceratops. Sehr gut. Beschäftigt ihr euch miteinander? Komm. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war ja wohl mega knapp. Oh wei. Sehr gut gelöst. Sehr schön. Oh, wenigstens eine. Oh, jetzt muss ich mit ihr auch noch hin. Okay, los. Nein, was? Oh, das ist doch jetzt nicht... Oh! Gedrückt, wie es ging, aber das war wohl nicht schnell. Oh, habt ihr gesehen, wie der da mitten... Oh, das war ja geil. Oh nein! Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh, das war ja fies. Wir hätten es fast perfekt geschafft. Fast auf Anni perfekt. Das wäre natürlich zu toll gewesen, aber das ist echt krass, wie wenig Zeit man in solchen Momenten hat, um... Oh, verdammt. Um die richtige Taste zu drücken. Eieieiei. Aber das war ja so cool, wie er da zerfetzt wurde. Oh mein Gott, ey. Da muss ich dann noch mal ein bisschen schneller drücken.
Komm, kleine, komm. Ah. Puh, da hat man irgendwie echt gefühlt sehr, sehr viel Zeit, aber dann jetzt bei dem gleich irgendwie dann nicht mehr. So, sie ist jetzt, glaube ich, wieder in Sicherheit. Jetzt muss ich darauf achten, dass ich bei ihm ganz schnell A drücke. Ja. Ich habe überlebt. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Mhm. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was ist mit dir? Tja, zwei Arme. Eieieiei. Ja. Hast du gesehen, wie ich zerfetzt wurde? Voll geil. Oh, so gut. Das war so krass, wie er da einfach so... Oh, Entschuldigung. Über sowas kann ich grinsen. Herrlich. Tja. Damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Den Rest davon. Morgen bekommt sie eine richtige Behandlung. Okay. Ach, Süße. Die Dinos sind weg. Ich höre die Dinosaurier nicht mehr. Sicher sind sie weit weg. Ja. Och, Mausi, Kopf hoch. Hey, immerhin, du wolltest Dinos sehen. Du hast Dinos gesehen. Ja, sie haben deinen Vater zerfetzt. Und ja, sie waren böse und du wärst fast gestorben, aber... Die Erfahrung, das ist eine einzigartige Erfahrung, Süße. Das erinnert mich an dein altes Häschen-Nachtlicht. Erinnerst du dich noch? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt? Nein, die sind ein bisschen zu fett dafür. Nun, sie könnten es versuchen, aber sie passen nicht durch. Dad? Ja, Liebling? Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Ja? Das war ja so... Toll, sag ich doch. Versuch zu schlafen, Süße. Was für ein Erlebnis, ey. Was für ein Erlebnis. Das wäre schon ziemlich cool, so ein Dino-Park. Ich will auch so ein Dino-Park. Bau doch mal bitte einer, der Geld hat, so ein Dino-Park. Ich würde ihn lieben. Für immer. Mein Leben würde ich ihm verschreiben. Meine Seele. Na, ganz so schlimm wäre es dann doch nicht, aber es wäre so cool. Ein Betäubungsfall. Einen einzigen. Das ist ja ein bisschen wenig. Falls die Dinos doch noch kleiner werden und durch die Tür passen, haben wir uns vorsichtshalber eine Waffe gesichert. Aber hey, das ist nur gut. Denn jetzt können wir auch morgen die bösen Dinos besiegen. Also ich will ja eigentlich gar keinen Dino töten. Das sind ja Gott sei Dank alles nur Betäubungspfeile. Oh oh, das klingt nicht gut. Das sind bestimmt die Dinos, die da draußen anklopfen. Hallo, können Sie bitte rauskommen? Nochmal schnell gucken, ob alles gesichert ist. Okay. Hier ist nichts weiter. Gucken wir erstmal durch, bevor wir die Tür aufmachen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, dann hinaus ins feuchtfröhliche Vergnügen. Dover Vogel. Mächtig dover Vogel. Was glaubst du, wer hat gewonnen? Schwer zu sagen. Sieht schlecht aus. Ich denke, im Prinzip hat niemand von beiden gewonnen. Aber ich könnte natürlich auch sowas Romantisches sagen wie wir haben gewonnen. Sieht aus, als hätte Margaret ein Horn verloren. Aber der T-Rex hat sicher auch was abbekommen. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex? Das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool.
Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Wir werden wohl laufen müssen. Wird nicht einfach werden mit unserer verletzten Freundin. Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Okay, aber meine lieben Freunde, was wir da genau zu sehen bekommen werden, sehen wir in der nächsten Folge. Ha! Ich würde sagen, es war mal wieder eine wunderbar glanzvolle Folge mit einem wunderschönen Tod dieses Mal. Und wir sehen uns also in der neuen Folge von Jurassic Park The Game. Bis dahin sage ich, tschö, tschö!